Mehrere Millionen sollen weg sein. Lee Ryan, 38, Mitglied der Boyband Blue, hat Ärger, der Brite soll einen Strafzettel wegen zu schnellem Fahrens, umgerechnet 1750 Euro, nicht begleichen können. Wie der Entertainer einem englischen Gericht via Live-Schalte erklärte, sei er pleite, wegen Corona. Lee Ryan kann nicht mal seinen Strafzettel bezahlen. Der weiße Mercedes von Lee Ryan wurde im August 2020 zweimal über den erlaubten Fahrlimit auf derselben Straße der britischen Stadt Peterborough geblitzt. Verity Morley, Ryans Partnerin, soll den Wagen gefahren haben. Diese Info soll er allerdings nicht an die Polizei weitergegeben haben. Nun wurde der 38-Jährige als Wagenbesitzer deswegen für schuldig befunden. Er soll dafür bezahlen, in Form von einer 1750 Euro teuren Geldstrafe und einem 12-monatigen Fahrverbot. Der Entertainer, der per Videocall von seinem neuen Wohnsitz in Spanien zugeschaltet wurde, soll dem Gericht in England erklärt haben, dass er kein Geld habe. Wegen Corona hätte er seit langem keine Arbeit gehabt. Ich habe nichts, sagte Ryan, laut Sky News. Ich habe dieses Geld nicht. Ich habe einfach kein Geld. Ich arbeite nicht. Sie haben alles wegen der Pandemie gestoppt. Seine Ersparnisse habe er während der Pandemie aufgebraucht. Lee trat nicht nur mit der Band Blue auf, sondern war auch über die Jahre in verschiedenen TV-Shows zu sehen. 2018 wurde sein Nettovermögen von der Website Celebrity Networth noch auf 8 Millionen US-Dollar, 6,2 Millionen Pfund geschätzt. Davon ist nach Ryans Aussage jetzt wohl nichts mehr übrig.